Hallo, hier ist der Stampus 100 und wie ihr seht, ist dies hier Let's Play Half-Life. Einige von euch werden sich jetzt fragen, warum Part 0? Ja, für diese Erklärung muss ich ein wenig weiter ausholen. Also wir haben jetzt den 19. April und ich lade dieses Video wahrscheinlich heute auch noch hoch. Und es ist so, ich hab's ja irgendwie still angekündigt, also wer lesen kann, unten auf meinem Kanal steht irgendwo geplante Projekte, die komplette Half-Life-Reihe. Ich will Half-Life spielen, weil ich weiß auch nicht wieso, ich wollte es halt spielen. Es hat mich irgendwie. Hallo, guckt euch diese Brille an und diesen Bart. Hallo, das ist Gordon Freeman, Leute. Sowas muss man einfach spielen. Nein, ich wollte halt Half-Life spielen und ich glaube, ich habe vor 4, Quatsch, 6 Wochen angefangen aufzunehmen. Das war irgendwie so eine spontane Laune vom Numeraxum und mir, dass wir einfach gesagt haben, ey, komm, wir nehmen mal zusammen auf, weil wir nehmen in letzter Zeit öfter zusammen auf. Und ich habe halt angefangen zu Let's Playen und er saß daneben und hat seinen dummen Kommentar dazu abgegeben, so wie ich genauso meinen dummen Kommentar zu dem Spiel abgegeben habe. So funktionieren Let's Plays halt. Und danach habe ich gedacht, nö, warum soll ich das jetzt schon hochladen? Und ich habe einfach immer zwischendurch mal ein bisschen aufgenommen, wenn ich Zeit hatte. Und ich glaube, ich habe jetzt insgesamt 5 Stunden und 18 Minuten Videomaterial an Let's Play Half-Life, sowohl mit Numeraxum als auch alleine, also größtenteils alleine. Und ja, ich wollte einfach noch einen Part 0 machen. Wir haben zwar schon zusammen den Part 1 gemacht, aber ich wollte unbedingt den Part 0 machen, weil ich es halt wollte. Ich kann es nicht erklären. Ich wollte Part 0 machen. Doch, ich kann es auch erklären, das tue ich auch gleich, aber halt Part 0, ne? Ich bin jetzt inzwischen dabei zu rendern. Ich glaube, ich habe jetzt schon 7 oder 8 Folgen zusammengerendert. Jetzt habe ich noch irgendwie 4 Stunden Videomaterial als Rohfassung über oder 3,5, keine Ahnung. Und das rendere ich auch noch zurecht, denn dieses Half-Life wird für eine etwas längere Zeit wohl das einzige sein, was ihr von mir seht. Denn ich muss demnächst einmal aufgrund von Urlaub und danach aufgrund von Schule in eine etwas längere Pause gehen. Ich werde dazu noch ein genaueres Ankündigungsvideo machen, warum Pause und warum nicht. Deswegen, ja, habe ich mir gedacht, ist das so ein, ja, Ferien-Pausen-Projekt, das ich dann zwischendurch hochladen werde, weil ich dann wahrscheinlich keine Zeit habe, irgendwas anderes aufzunehmen. Und das Projekt, ich kann das relativ klein aufnehmen und klein rendern, dass das auch flott hochgeladen wird. Das heißt, ich kann das auch bei meinem Vater dann wahrscheinlich hochladen, wo ja das Internet so kotzbrechwirk ist, ne? Aber das geht auch. Und ja, dann seht ihr jetzt erstmal eine Zeit lang von mir Half-Life und erstmal nichts anderes mehr. Tut mir auch leid, aber besser als gar nichts, ne? Wie gesagt, da kommt noch ein genaueres Infovideo zu. Und jetzt möchte ich einmal hier den Sound wieder ein bisschen hochstellen. Der ist gerade wirklich arg leise. Ich hatte den nämlich leicht runtergestellt, als ich das letzte Mal wieder zusammen mit jemandem aufgenommen hatte. Und wir tun uns jetzt einfach mal ein Trainingsraum an. Ja, müsste eigentlich funktionieren, ohne dass irgendwas gelöscht wird. Wir tun jetzt einfach uns einfach mal das Tutorial zusammen an, weil das zeige ich nicht. Und dabei erkläre ich ein wenig was über Half-Life, was ich finde im Part 1, den ich ja schon aufgenommen habe, vor einiger Zeit zu kurz gekommen ist. Nämlich, der Protagonist, ich, also hier, der hüpfen kann, ist Mr. Gordon Freeman oder Dr. Gordon Freeman oder Professor Dr. Med. Dent Gordon Freeman. Was ich auch ungefähr alle 5 Minuten im Let's Play erwähne. Und wir laufen jetzt einfach mal zu dieser netten holographischen Tuse da vorne hin, denn die wird Hallo, uns was erzählen. willkommen auf dem Black Mesa Gefahrenkurs. Hier werden Sie im Umgang mit dem Schutzanzug für gefährliche Umweltbedingungen ausgebildet. Ich bin Ihre holographische Assistentin. Fangen wir mit etwas ganz. Wenn Sie einen Soll ich ihr einen Sensor Namen sehen, geben? drücken Sie ihn. Und ich bin auf der Stelle da. Danke, nein. Also ich kann halt dieses Tutorial-Hologramm mit E aktivieren, aber es ist relativ unwichtig. Ich will ja was über das Spiel erzählen. Nämlich bin ich Professor Dr. Med. Dent Gordon Freeman, Mr. Gordon Freeman, Gordon Freeman. Also Gordon Freeman arbeitet im Black Mesa Forschungsinstitut, welches sich meines Wissens nach in Kalifornien, USA befindet. Das mit Kalifornien bin ich mir nicht so sicher, aber USA, meine ich, kommt doch schon hin. Und dieser nette Anzug wird mich durch das ganze Let's Play begleiten und mich schützen. Und ernsthaft, dieser Anzug ist awesome, was der alles durchsteht.
Man hört ihn, glaube ich, gar nicht. Also er ist sehr leise auf meinen Kopfhörern. By the way, als ich das Spiel mal angetestet hatte, bin ich genau an dieser Stelle gestorben. Das musste ich einfach noch einmal wiederholen. Also lacht, aber ich bin wirklich in einem Tutorial-Level gestorben. Scheiße, das war jetzt der Autosave. Neues Spiel, Trainingsraum. Ihr habt nichts gesehen, das war der Autosave vom letzten Mal. La da da, ich darf jetzt auch kein. Warte mal. Das wird aber denn nicht überspeichert, oder? Hallo und Ja, willkommen halt die im Klappe. Ich hab's Beckmesser-Gefahrenkurs. mir schon angehört. Hier werden dem Ich will da Umgang mit dem durch. Schutzanzug Lass mich durch, tolle Tuse, ich verschiedene stehe in Wege dir. ausgebildet. Ich bin Ihre holographische Assistentin. Halt die Klappe. Fangen wir. Boah, Frau, es laggt. Knöpfe sehen. Danke. So. Den Anzug hört man auch nicht. Ja, ich bin praktizier, also Gordon Freeman hier ist praktizierender. Habe ich es jetzt gebuggt? Oh, jetzt ist es aufgegangen. Hallo, Die Frau. Bewegung im Schutzanzug kann am Anfang etwas ungewohnt sein. Machen Sie sich erst einmal mit den Grundbewegungen vertraut und bald werden Sie gar nicht mehr merken, dass Sie den Anzug überhaupt tragen. Ich sehe Sie dann da vorne. Ja, finde ich gut. Sie brauchen einen Namen. Ich nenne sie Litty. Fragt nicht warum Litty. Ich kenne halt eine Person, die heißt Litty und die sieht so ähnlich aus. Also, danke Litty. Ich werde dir jetzt vertrauen und einfach mal da langlaufen. Ich habe tierische Frame-Einbrüche, merke ich gerade. Aber das macht nichts, weil ich ja sowieso nur erkläre. Hoffe ich jedenfalls. Ich darf hüpfen. Oh, da ist eine Lampe. Was über das Spiel selbst? Es ist, glaube ich, relativ, also verhältnismäßig alt, aber. Damals zu der Zeit, Gott, ich bin super vorbereitet. Ich wollte eigentlich was über das Spiel erzählen. Ich weiß nicht mal, wann es erschienen ist. Gott, ist mir das gerade peinlich, aber halt, als dieses Spiel erschienen ist, war es halt sehr innovativ, was die Physics Engine anging. Also, dass sich Gegenstände so verhalten nach ihrem physikalischen Gewicht-Masse-Verhältnis. Und es ist halt ein Shooter-Engine, wie man jetzt bis jetzt schon gemerkt hat. Für Ego-Person, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Es ist halt, ja. Die erste Bewegung, die wir auf dem Hi. Gefahrenkurs trainieren, ist der einfache Sprung. Hi. Versuchen Sie über die Springen und benutzen Sie dafür nur die Befehle Rennen und Springen. Wenn Sie vor dem Sprung Anlauf nehmen, ist es äußerst hilfreich. Das sieht Springen ziemlich Sie Panne aus, aber. Who cares? Ich bin Gordon Freeman. Bei mir sieht das nicht Panne aus. Was sag ich auch? Ich bin praktizierender Wissenschaftler im Black Mesa. Ich hab's geschafft. Forschungsinstitut und ich wollte jetzt mit diesem Typen da. Guckt ihn euch an. Forscherkollegen! Forscherkollegen! Gut gemacht. Diese neuen Anzüge können ganz schön kompliziert sein. Ziehen Sie nun bitte zum nächsten Abschnitt weiter. Ja, ich weiß gerade nicht, warum ich tierische Frame-Einbrüche habe, aber scheiß drauf. Der Anzug ist halt sehr Jetzt kriechen Sie unter den nächsten widerstandsfähig. Hindernissen durch. Ja, ich soll Versuchen kriechen. Sie bitte, dass Ich Ihr Anzug ignoriere Litty trotzdem einfach mal. Ich nicht krieche hier mal durch. Da, 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 wenn da. Sie sich ducken. Ich laufe mit dem Kopf gegen Dunk, Dunk, Dunk. So im Prinzip wird auch das Let's Play ablaufen. Was ich noch sagen muss, ganz, ganz wichtig. Ich weiß ja, dass Alligator 1024 gerade dabei ist, dieses Spiel zu Let's Playen. So, by the way, ich habe angefangen aufzunehmen, bevor er angefangen hat hochzuladen. Also kann man sagen, dass ich. Also, ich hab's mir nicht von ihm abgeguckt. Ich wollte es sowieso Let's Playen. Ich finde es sehr schön, dass er es macht, weil er ist ein toller Let's Player. Ich persönlich mag dieses Let's Play nicht so gerne von ihm, weil ich finde, er ist tierisch verdammt hektisch in Ich habe diesem. Sie fast gar nicht bemerkt. Gehen Sie zum nächsten Abschnitt weiter. Ja, ist gut. Er ist halt tierisch hektisch in diesem Let's Play. Manche mögen das sehr gerne, es ist nicht mein Fall, er ist trotzdem noch ein super Let's Player. Und macht unter keinen Umständen den Fehler, und mich mit ihm zu vergleichen. Erstens, ich bin nicht so eine Quasselstrippe wie er. Also, wer ihn kennt, weiß, was ich meine. Also, manchmal fehlt mir noch so ein bisschen die Inspiration, was ich sagen soll immer. Und er ist halt immer frei heraus, was er will, ne? Und noch eins. Ich glaube, er rennt ziemlich durchs Spiel. Und bei mir ist es genau das Gegenteil. Hallo, Litty. Ich soll springen, kriechen, springen. Danke, das weiß ich schon. Springen, kriechen, springen. Gut gemacht. So wie es aussieht, sind Sie jetzt für den nächsten Abschnitt bereit. Danke. Ich schleiche durch dieses Spiel. Erstens, weil ich weiß nicht, was für ein Genre das ist. Shooter, Horrors, nee, ist Horror nicht, aber Survival, irgendwas. Ich bin schlecht in Shooter-Games. Ziemlich sogar. Und
Deswegen schleiche ich durch das Spiel, weil ich mir auch alle 5 Meter irgendwo hier die, oh, guck mal, da ist ein brauner Fleck an der Wand, so nach dem Motto, ne? Damit wir in die Büro bekommen, müssen Sie Ihrem Anzug signalisieren, dass er geduckt springen soll. Ja. Stellen Sie sich dazu an den Eingang der Röhre und drücken Sie weiter nach vorne. Springen Sie dann nach Aha. oben und wenn Sie in der Luft sind, ducken Sie sich. Das ist kompliziert, das kommt, aber Sie werden schon merken. Wow, Litty hat gerade Frame-Einbrüche ohne Ende. Hardcore. Naja, also bitte macht unter keinem Umständen den Fehler, mich mit ihm zu vergleichen, weil ich bin halt ein vollkommen anderer Typ Let's Player als er, ne? Macht bitte nicht den Fehler. Wenn es euch bei ihm besser gefällt, guckt es bei ihm weiter. Wenn es euch bei mir besser gefällt, guckt es bei mir. Wenn es euch beides gefällt, guckt es beides. Aber bitte nicht vergleichen, ja? Es ist wirklich nicht vergleichbar. Hüpfala! Ich krieche durch einen Abwasserschacht. Wie lecker! Ich mag diesen Gefahrenkurs nicht. Gehen Sie direkt auf die Leiter zu, schauen Sie nach oben und bewegen Sie sich weiter vorwärts. Wenn Sie wieder Ja. herunterkommen möchten, bewegen Sie sich einfach rückwärts. Hier sehen wir schon das liebste, mein liebstes Engine in diesem Spiel. Eine stinknormale Leiter. Ich glaube, in keinem Spiel, das ich bisher gespielt habe, mal abgesehen von Super Mario World, haben mir Leitern oder Ranken, Leitern, so viel Probleme bereitet wie in diesem Spiel. Also wirklich, diese Leitern sind sowas von eigenwillig. Ich kann die auch rückwärts raufklettern, wenn ich will. Warte. Ja, also ich kann sie auch rückwärts raufklettern. Das ist. Ich habe noch nie so eigenwillige Treppen erlebt. Die werden mich noch zur Weißglut treiben. Oh, jetzt darf ich Sprünge machen. Sprünge Hi. werden immer schwieriger, aber sie sind machbar. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie den letzten ein- oder zweimal nicht schaffen. Wenn Sie alle drei in einem kontinuierlichen Durchlauf absolvieren, sind Sie echt gut. Dann bin ich echt gut. Ich weiß noch, als ich es angespielt habe, habe ich es geschafft. Also Jump and Run Skills sind minimal vorhanden. Also, auf geht's! Hüpf! 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 Das war super. Dankeschön. Litty ist Für nett. eine weitere Sprünge benötigen Sie ein eigenes Lademodul, eines wie das hier. Aha. Sie aktivieren den langen Sprung, indem Sie sich ducken und vorwärts bewegen und dann den Sprung starten. Ja, Sobald Sie dankeschön. oben auf der Plattform sind, Ja. drücken Sie den Knopf und ich werde Ihnen die Bewegung vormachen. Ja. Das hier ist ein Jump-Pad. Ich muss sagen, ich habe es in der Story noch nicht gefunden. Also, wirklich, wow, kein Jump-Pad. Macht halt lange Sprünge, so wie Siegler gerade. Und, wow, manchmal komme ich damit nicht klar. Und ich habe mir gerade tierisch die Kniescheiben an diesem Sprung zertrümmert. Wow, das Jump-Pad hätte ich auch gerne jetzt im richtigen Spiel in der Story, aber ich habe es halt noch nicht. Bis zu einer gewissen Höhe federt dieser Anzug auch Fallschaden ab, aber nicht sehr weit. Also, ich werde einige Male durch Runterfallen sterben. Ich hasse Treppen in diesem Spiel. Kackdinger. Starten Sie bitte den Lift, indem Sie zum Knopf gehen, ihn ansehen und die Benutzertaste drücken. Ich sehe ihn an und ich drücke die Benutzertaste. Wuhu! Versuchen Sie es zu treffen. Ja, jetzt wollen Sie, dass ich hier aufklatsche. Werden wir Sie im nächsten Abschnitt verarzten. Im nächsten Abschnitt verarzten. Seht ihr das da? Das sind Blutflecke. Geronimo! Klatsch, oh, schade daneben. Das muss ich leider nochmal versuchen. Also ich habe es nicht geschafft. Tut mir leid. Schlecht. Sie werden solche Medikits überall auf dem Black Mesa-Gelände finden. Aha. Möchten Sie Ihre Gesundheit wiederherstellen? Gehen Sie zu einem Medikit und drücken die Benutzentaste. Also wenn es Ihre sowas, Gesundheit wird nach und nach wiederhergestellt, wirklich, bis Sie wow. wieder völlig gesund sind oder das Kit verbraucht ist. Sobald das Licht erlischt, kann das Medikit nicht mehr benutzt werden. Ja, halt die Klappe, Lady. Medikit, was ich awesome finde, hört euch den Beat an. Seid ganz leise. Psst. Richtiger kleiner Techno-Beat. Finde ich süß. Ich mag das. Ich mag das total gerne. Ich gehe dazu immer richtig ab. Techno-Medi-Kids-Power. Will ich noch irgendwas erzählen? Genau. Warum ich nicht Half-Life Source spiele, also als Mod mit besseren Texturen und Engine etc. Ich will die komplette Half-Life-Reihe ohne Mods oder irgendetwas durchspielen. So wie es halt vom Entwickler gedacht wurde und Krabbelkäfer. Stirb!
Oh, ich habe den echt kaputt getreten, wie geil. Ja, viel Spaß mit Half-Life und Um so, wenn diese ich's Brücke zu drehen, gehen Sie endlich zu dem mal hier Steuerrad durchgeschafft habe. und drücken die Benutzen-Taste. Ja, danke. Quietsch, 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 quietsch. Danke. Und Jump, ich will eine Waffe. Jump, ich will eine Waffe. Ey, Fantastisch. das Ding hat sich wieder zurückgedreht. So ein Scheiß, so ein Scheiß. Daten werden geladen. Manchmal brauchen Sie mehr als nur Ihren Anzug, um aus einer gefährlichen Lage wieder Ach herauszukommen. so, ja, Kistenrätsel. Versuchen Sie mal, diesen Abgrund alleine zu überspringen. Tja, besser geht's, wenn Sie diese Kiste in das Loch schieben. Schieben ist Schieb, ganz schieb. einfach. Ja, schieben ist ganz einfach. Einfach gegenlaufen. Hallo, Wenn Sie Litti. ein Hindernis nicht wegschieben können, nützt vielleicht Ziehen etwas. Um eine Kiste wegzuziehen, gehen Sie auf sie zu und drücken die Benutzentaste. Halten Sie die Benutzentaste gedrückt, Oh, greifen Sie durch die Tatsache. Kiste und bewegen Sie sich langsam rückwärts. Das hatte ich schon wieder vergessen, dass das ging. La da da. Obvious. Captain Obvious schlägt zu. Kistenrätsel. Bang. Wow, da wäre ich fast runtergefallen. Wenn Hallo, gar Litti. nichts klappen will, können Sie ja vielleicht die Gegenstände, die sich im Weg befinden, zertrümmern. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Brechstange vom Tisch hinter Ihnen mitgenommen haben. Ah! Wenn Sie sich durch kräftige Tischjumping, Schläge in den Weg Tischjumping, befinden. stirb wilde Hilde. Nee, Quatsch. Scheiße, jetzt habe ich gespoilert. Ihr habt das nicht gehört. Ihr habt es einfach nicht gehört. So, das ist meine Brechstange. Damit zerstöre ich alles. Kaputt, wütend. Danke. Hier irgendwas? Nö, gut. Für den nächsten Abschnitt sollten Sie die Lampe Ihres Anzugs aktivieren. Okay. Erstmal kriege ich hier ein bisschen Energie, dann habe ich hier Lampe. Ach, wie nett, der hat's dunkel gemacht, der feine Herr Soldat. Danke. Ich glaube, das ist, ja, nein, das ist Rüstungsenergie für meinen Anzug. Schützt mich vor Strahlung, biologischen Gefahren etc. Klatschkäfer! Klatschkäfer! Ja, Käfer kaputt machen. Ich sehe nichts, ich schleiche. Ich bin unsichtbar. Prima. Vergessen Sie nicht, dass Ihre Lampe Energie verbraucht. Schalten Sie sie also lieber aus, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Ja, ist klar. Danke, Litti. Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Bitte, 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 bitte. Ich will nicht. Willkommen im Schießstand von Black Mesa. Wow. Hier lernen Sie, wie eine Waffe abgefeuert und geladen und der darauf angebrachte Granatwerfer benutzt wird. Bitte nehmen Sie Ihre Waffe und gehen Sie zur Schießanlage weiter. Ich frage einmal ganz kurz. Ich bin ein Wissenschaftler. Ich bin Doktor, Professor, Professor, Doktor, Dr. Gordon Freeman, Med. Dent, ne? Summa cum laude, whatever. Warum muss ich lernen, mit Waffen umzugehen? Naja, egal. Ich habe zwei, ich habe vier Granaten. Ich tanze auf Tischen rum. Mehr Munition. Alter, so viele Granaten hatte ich noch nie für das Ding. Ich liebe den Granatwerfer, der in dieses Gewehr eingebaut ist. Sie müssen jedes einzelne Ziel treffen, um den Kurs abzuschließen. Machen Sie sich aber keine Gedanken, wenn es beim ersten Mal daneben geht. Das Ziel taucht bestimmt wieder auf. Versuchen Sie während der Pausen nachzuladen. Den Granatwerfer feuern Sie mit einem Druck auf den zweiten Feuerbutton ab. Ja, ist klar. Einige Ziele werden nur vernichtet, wenn sie von Granaten getroffen werden. Ja, ist gut, halt die Ihr Klappe. beginnt in 5, Oh, 4, okay. 3, Okay, es ist 2, unzerstörbares Glas. Okay. Stirb! Stirb! Fehlt das? Ah, da ist noch einer. Da ist einer. Hallo. Einmal nachladen. Ja, ist klar. Da, hier. Fucking unbreakable. Whatever unbreakable, ne? Wow! Hallo, du da. Hallo, du. Wie gesagt, ich bin schlecht wie sonst irgendwas in Shooter-Games. Und ich kriege das Glas nicht kaputt. Oh. Gehen Sie nun bitte zum nächsten Abschnitt weiter. Oh, das war Sie gar müssen nicht jedes beabsichtigt. einzelne Ziel treffen, um den Kurs abzuschließen. Tschüss. Ich will zurück, ich will mehr Granaten haben. Olle Zibbe. Menno. Ihr Schutzanzug überwacht den Sauerstoffgehalt im Blut und Aha. warnt Sie, wenn Sie mehr Sauerstoff benötigen. Aha. Während Sie diesen Kurs durchschwimmen, wird der Sauerstoffgehalt langsam abnehmen. Ja, halt die Klappe. Schwimmen! Aua, das hat wehgetan.
Oh, sie kann... Wow, das sah Panne aus. Wow. Sie werden sehen, wie im Anzug die Anzeige für den Sauerstoffgehalt wieder auf das vorherige Niveau zurückkehrt. Ich habe die Sauerstoffanzeige gar nicht gesehen. Warte, die muss ich nochmal kurz sehen. Was ist denn die Sauerstoffanzeige? Hä? Ernsthaft? Was ist die Sauerstoffanzeige? Egal. Komme ich da durch? Ach so, ich muss weiter. Ich muss weiter tauchen. Oh. Ach, ich darf unter Wasser nicht. Hä? Wie soll ich denn da durch? Okay, Tutorial schwer? Fragezeichen. Oder Stampus einfach nur doof? What? Ach so, das war die richtige Richtung. Na, dann ist ja gut. Ladada, ich hab nichts gemacht, ne? Alles tutti. Hallo, Litti. Ladeeinheit für Ihren Schutzanzug. Wenn Ihr Energiepegel zu niedrig wird, stellen Sie sich vor eine Ladestation und drücken die Benutzen-Taste. Ihr Anzug lädt sich nach und nach wieder auf, bis die Ladeeinheit verbraucht ist. Halt die Klappe. Den Anzug können Sie halt die Klappe. Mit Hilfe von einzelnen Batterien aufladen. Halt die Klappe! Habe ich sie jetzt kaputt gemacht? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Der hat übrigens auch einen schönen Beat, dieser Anzugauffüller. Wunderbar. Wow, 82, das war viel. Wenn Sie sich durch Feuer oder Dampf bewegen, sehen Sie, dass das Hitzeschaden-Icon aufleuchtet. Mhm. Die Richtungspfeile in der Mitte der Anzeige geben an, woher die Beschädigung kommt. Mhm. Also, diese Rüstung ist halt dafür da, dass ich, wenn ich durch sowas durchlaufe, ich Schaden bekomme. Aber das nur teilweise von meinem Leben abgezogen wird und eher von meinem Schutzanzug abgefangen wird. Wow, wow, wow. Ganz ruhig und so, ne? In der Nähe von Strahlung werden der Geigerzähler und die Strahlungsanzeige aktiviert. Auch biologische Gefahren werden durch ein Leuchtalken angezeigt. Guckt euch das an! Eklige grüne Pampe. Ich kann da drin stehen. Hallo? Ist dieser Anzug awesome oder ist der awesome? Gehen Sie nun bitte zum nächsten Abschnitt. Ich lebe noch. Und mir ist kein 12. Zeh gewachsen. Geschweige denn ein 11. Wow. Das war cool. Das war richtig cool. Ich mag diese grüne Pampe. Nein, ich mag diesen Anzug, weil der richtig cool ist. Lalala. Ich hab eine Brechstange. Hi. Führen Sie einen Wächter in den nächsten Raum. Er lässt Sie wieder in das Transitsystem hinein. Aha. Sie müssen auf den Wächter zugehen und Ihre Benutzentaste drücken. Dann was? Dann folgt er Ihnen, bis Sie sich ihm zuwenden und erneut die Benutzentaste drücken. Ich soll den Typen da benutzen. Also, benutzen soll ich ihn, ne? Ich glaube, das brauche ich. Das hätte ich gerne. Menno. Ich will was trinken. Gib ihm was zu trinken. Trinken! Ah, Tatsache. Oh, das war ein bisschen zu viel zu trinken. Schade, ich darf es nicht aufheben. Gib mir Trinken! Schade, da kommt nicht mehr raus. Hi, du. Klar, ich komme mit. Aha. Ob ich den im Tutorial-Level umbringen kann? Ich versuch's lieber nicht. Komm einfach mit. Komm einfach mit. Komm. Hallo. Klar, ich komm mit. Hier. Komm. Ja, komm hier, Schnucki. Okay, ich werde hier warten. Hier kannst du bleiben. Und du? Ja, ich folge Ihnen, wenn Sie das wollen. Okay. Ja, ich folge Ihnen, wenn Sie das wollen. Na, dann komm mit. Okay. Also ich weiß, diese Heinis können einen auch heilen. Ich weiß nur nicht, wie. Oh, warte, muss ich den Typen mitnehmen? Ja, komm. Lass mich wieder ins Transitsystem. Hier. Okay, ich werde hier warten. Klar, ich komme mit. Komm mit, los. Ja, hier, mach auf. Okay, ich werde hier warten. Mach auf. Klar, ich komme mit. Ich werde hier bleiben und auf meine Kollegen warten. Hallo, du sollst da aufmachen. Okay, ich werde hier warten. Klar, ich komme mit.
Da! Da will ich durch! Bist du etwa der Falsche oder was? Dann kommst du halt mit. Klar, ich komm mit. Los, komm mit. Komm! Hier bitte aufmachen. Mach auf, bitte, bitte. Ich will da rein. Ist hier irgendwas drin? So ein Scheiß. Ich hasse dich. Du hilfst mir nicht. Dafür mache ich jetzt Aktenschränke kaputt. Ich muss gestehen, ich war noch nie so weit in dem Tutorial-Level. Hilf mir. Klar, ich komm mit. Ja, komm mit. Klar, ich komm mit. Okay, ich folge Ihnen, wenn Sie das wollen. Ich will da durch! Lasst mich da durch! Ich weigere mich auch nur noch einen einzigen Schritt weiter zu gehen. Ja, ist in Ordnung. Halt einfach die Klappe. Klar, ich komm mit. Ja, dann komm auch hier rein oder was auch immer. Fail at Tutorial. Ich will da doch nur durch. Wisst ihr was? Fickt euch. Boah, scheiße. Selbstschussanlagen. Oh Gott. Ha. Cool, ich hab dem seine Waffen weggenommen. Ich glaube, ich habe das Tutorial-Level gebuggt. Oh, scheiße. Er lässt sie wieder in das Transitsystem hinein. Geh kaputt. Scheiße. Ich habe das nicht ernsthaft gebuggt, oder? Naja, so in dem Sinne werde ich auch öfters mal im Let's Play failen. Ich hoffe, ihr werdet Spaß haben. Ich hoffe, die Folge ist nicht zu lange. Bis dann, na, wenn es losgeht. Ciao, Stambus und so. Meldet sich ab, bis es dann wirklich losgeht mit... Dings. Let's Play Half-Life und so. Ach, eine Sache habe ich noch vergessen. Wie gesagt, ich habe halt die ersten zwei Folgen mit Numraxum aufgenommen und... Oder die ersten paar Folgen. Und da ist halt von der Soundqualität noch ein bisschen gammelig. Ich bitte das zur Entschuldigung. Es wird ab der dritten Folge besser. So, jetzt aber. Bis dann. Ciao.